So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und wenn wir in dieser Aufnahmesession nicht das Master Schwert am Ende haben, weiß ich auch nicht. Also, letztes Mal ist passiert erstmal Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind, es ist ungeschnitten. So, wir haben letztes Mal den Weißdrachen entdeckt, der das Master Schwert mit sich herumträgt. Es wurde uns vom Dekobaum als Hinweis gegeben, wo das Master Schwert ist, und es bewegt sich durch die Gegend. Um das Master Schwert ziehen zu können, brauchen wir allerdings mehr Ausdauer, als wir aktuell haben. Deswegen sind wir jetzt hier und wollen uns erstmal die Ausdauer gönnen, die hier zur Verfügung steht noch. Und dann gucken wir mal, wie viel ich da zusammenbekomme. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt jetzt, ob das dann reicht, ob zwei Kreise sozusagen reichen. Weil ich denke, mit dem, was wir haben. Oh nein, ich kann nur einmal. Scheiße. Ich kann nur einmal. Macht das den Kreis jetzt schon voll? Ja. Okay. Also ich würde ja fast vermuten, dass das Spiel so angelegt ist, dass man sagt, zwei Kreise reichen. Ha? Das wäre mir sehr recht. Ansonsten müssen wir Schreine machen. Wenn das nicht reicht, müssen wir Schreine machen. Beziehungsweise, ich will noch eine Sache probieren. Dafür muss ich aber nochmal hier runter. Wo ist denn das Kochding? Kochen, 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 kochen. Da ist Kochen. So. Und zwar folgendes. Das speichere ich aber vorher, weil ich, wenn ich jetzt hier rumprobiere, ist das Mist. Ich will ein Essen kochen, was mir gelbe Ausdauer gibt, dass ich die künstlich noch erweitern kann. Und es gibt doch diese Ausdauerknolle, wo auch immer die ist. Da. Die probieren wir jetzt einfach mal aus und gucken, was passiert. Okay, das füllt grün auf. Okay. So. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Dann erhöht die Ausdauer über das Maximum hinaus. Das meine ich hier. Fit-Karotte. Okay, pass auf. Machen wir mal Folgendes. Das war schlecht. So. Was passiert jetzt? Da ist jetzt das Gelbe. Okay. Da ist jetzt das Gelbe. Gut. Was ist, wenn ich nur eine Fit-Karotte mache? Sehr gut. Okay. Damit müsste es doch funktionieren. Na? Damit müsste es doch theoretisch funktionieren. Ich dachte jetzt, ich kann vielleicht direkt Medizin draus machen, aber irgendwie. Medizin geht irgendwie mit Insekten, na? Mit Monsterzutaten gekocht, ergibt sich eine Medizin, die die Ausdauer generiert. Nee. Nee, da sieht man es jetzt. Aber nee, das ist nicht, was ich meinte. Okay, dann gucken wir mal, was es hier für Rezepte gibt. Ja, sind nur die, die, okay, sind nur die, die ich gerade gemacht habe. Nützt mir nichts. Nützt mir nichts. Okay. Gut, aber wir haben jetzt erstmal das Gelbe, damit können wir es erstmal probieren. So. Wenn es nicht reicht. Also erst probiere ich es so, wie ich es jetzt habe. Und dann gucke ich, ob ich es mit Gelbem zusätzlich noch erweitern kann. Gut. Dann wollte ich auf jeden Fall ausprobieren, was dieser Stein macht. Das klingt super interessant, dass der mich heilt, wenn der an der Waffe dran ist. Das klingt ultra interessant. Habe ich aktuell eine Waffe? Ah, schlecht. Ich muss dich nochmal einsammeln. Ich brauche irgendeine kleine Waffe, an die ich den Stein gerade mal ranmachen kann.
Wir müssen doch überall Waffen rumfliegen. Habe ich so gedacht. Waren hier nicht mal ewig viele Waffen in diesen... Ja, guck mal, hier wären eigentlich Waffen. Jetzt natürlich gerade wieder nicht. Sind da unten Waffen? Sind hier unten irgendwo Waffen? Normalerweise sind hier doch auch eigentlich Waffen. Oder zumindest ein Kochlöffel. Irgendwas. Ja, hier, perfekt. Ah. So viel dazu. Ja, oder wir trennen halt eine kurz mal. Ah, das ist jetzt an einem Knochen dran, da will ich eigentlich nicht so einen Stein befestigen. Ah, aber den Knochen kann ich wegwerfen, so ein Ding ist das. So. Die Bockblindklinge ist schon verknüpft, also muss ich das Ritterschwert nehmen. So. Jetzt kommt der Drachenweißstein an das Ritterschwert ran. Weißdrachenstein, so rum. Und wir gucken, was passiert, ob der mich wirklich heilt. Weil es hieß doch, erhöht Angriffskraft, wenn dir nur noch ein Herz oder weniger verbleibt. Oh, okay, das ist jetzt nicht ganz das, was es gehießen hat hier. Lässt verbundene Waffen selbst härtestes Metall durchbrechen und heilt jenen, der es führt. Ah. Dann ist die Heilung, ist das damit gemeint, erhöht Angriffskraft, wenn dir nur noch ein Herz oder weniger verbleibt. Weil wirklich heilen tut es mich jetzt nicht. Okay. Nee, okay. Also, dann ist es keine, so wie ich es verstanden habe, keine Heilung in dem Sinne, sondern, ja, etwas anders. Gut, jetzt müssen wir gucken, wo der Drache gerade ist. Hier ist er gerade. Da komme ich gerade überhaupt nirgends mit. Naja, vielleicht mit dem Turm. Ist es... Ja, es könnte gehen. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie weit er weg ist. Wir gucken mal. Ansonsten müssen wir halt ein bisschen rumprobieren, bis wir ihn haben, ne? Ansonsten müssen wir ein bisschen rumprobieren, bis wir ihn haben. Aber das ist jetzt natürlich mein Hauptziel, das Masterschwert zu holen. Nachdem wir es endlich gefunden haben. Mich würde natürlich interessieren, wahrscheinlich kann man, wenn man es weiß, auch ohne mit dem Dekobaum gesprochen zu haben, dahin gehen, ne? Ja, wahrscheinlich kann man da auch ohne mit dem Dekobaum gesprochen zu haben hingehen. Da ist er auch schon. Perfekt. Ja, das ist ja wohl optimal. Ah, ich könnte noch, um das Ganze zu vereinfachen, die Flugkleidung anziehen. Die da. Und wir wissen jetzt ja auch, es reicht, wenn wir auf dem Rücken landen würden. Wenn wir es dorthin schaffen würden, könnte ich mich nach vorne hangeln. Das ist dann gar kein Problem. Sieht gut aus. Ah, es sieht sehr gut aus. Und wenn wir in dem seiner Nähe sind, haben wir sowieso gleich Aufwind. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, jetzt haben wir eh Aufwind.
Perfekt. Es würde mich interessieren, ob es nochmal neue Drachensteine hier gibt. Das wäre sehr interessant zu wissen. Aber ich glaube, die habe ich erstmal gepflückt. Ob da nochmal welche nachkommen, keine Ahnung. Wir werden es rausfinden irgendwann. Aktuell sind da keine neuen Steine. Nee. Vielleicht kommen die wieder nach, wenn man... vielleicht kommen die wieder nach, wenn man... Was wollte ich sagen? Okay, da ist einer, aber es kann auch jetzt einfach sein, dass ich den übersehen habe. Das letzte Mal. Ja, aber wie gesagt, vielleicht kommen die wieder nach, wenn man sie aufgebraucht hat. Okay. Meine Theorie ist ja, dass es reichen sollte. Dass es reichen sollte mit zwei Ringen. Wir gucken, ob es reicht. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Reichen zwei volle Ringe aus? Es reicht. Nice. Was passiert jetzt? Taucht Zelda auf? Lernen wir, wie es da hingekommen ist? Hat sie es in der Vergangenheit da reingesteckt, damit es bis jetzt geheilt wird? Alles wäre möglich. Ziehen. Ist komplett geheilt. Wir haben unser Masterschwert wieder. Ja, ich wusste es. Es kommt eine Erklärung. Sehr schön. Link! Zelda! Talk to me. Das Masterschwert. Dein Schwert. Die einzige Klinge, die den Dämonenkönig besiegen kann. Einmal unterlag es einer schrecklichen Kraft. Doch ein langer Schlaf wird all seine Wunden heilen. Und diesmal wird es nicht zerspringen. Die Kraft, die ich ihm einhauche, wird es stärken. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte, möge dieses Schwert dich in deiner Zeit wiederfinden. Okay, wie es im Drachen gelandet ist, wissen wir noch nicht, aber gut.
Oh, jetzt landen wir hier. Okay. Ja, ciao, ne? Masterschwert, das legendäre heilige Bannschwert aus dem Körper des Weißdrachen zurückerlangt, über Äonen geheilt und gestärkt, besitzt es nun die Macht, den Dämonenkönig zu bezwingen. Aber bestimmt typisch Breath of the Wild und typisch diese Zelda-Arten ist es sicherlich auch wieder ein Schwert, was, wenn man es zu oft einsetzt, wieder so an Kraft verliert und dann muss man, kann man es eine Zeit lang nicht einsetzen. Außer halt bei Bosskämpfen, ne? Also das ist mit Sicherheit auch wieder so, dass dieses Schwert auch dann, na, wo es dann heißt, okay, das Schwert muss jetzt geheilt werden und so weiter und so fort. Welchen Platz hat das jetzt eigentlich eingenommen? Hat mir das jetzt irgendeine Waffe rausgelöscht? Ich hatte doch eigentlich gar keinen freien Platz mehr. Oder hat es einfach einen neuen Platz bekommen? Dann hätte ich nichts, dann habe ich nichts gesagt. Nice. Sehr, sehr nice. Wie viel Stärke hat das jetzt? Sieht man gar nicht. Hat keine Stärke. Okay, cool. Hat keine Stärke. So, aber warum sind wir jetzt hier? Was soll ich hier? Da fliegt er dahin. Eigentlich ist der Drache auch gar keine so verkehrte Möglichkeit, so wie der sich bewegt, an so Luftorte ranzukommen. Na, aber weil man weiß halt nie, wo der Drache gerade ist. Der ist halt komplett random irgendwo. Und jetzt ist das Schwert ja nicht mehr bei ihm. Also, ja, ne? Aber damit ist dann diese Quest auch erledigt. Sehr, sehr cool. Okay. Das ging schneller, als ich dachte. Ich dachte, wir brauchen noch ein bisschen länger. Ich dachte, ich muss erst meinen Trick anwenden und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir einfach schon hier. Jetzt sind wir einfach schon hier. Aber wie gesagt, was ich jetzt hier soll, weiß ich nicht. Hier haben wir damals das Schwert verloren. Und jetzt ist es wieder da. Zelda hat es einfach einem Babydrachen in den Kopf gesteckt und dieser Babydrache hat es jetzt jahrelang gehalten. Und jetzt ist alles krass. So ein Ding ist das. Ja, hier waren wir schon lange nicht mehr. Fühlt sich schon fast nostalgisch an. Aber was das da oben soll, diese Arena, das weiß ich nach wie vor nicht. Ob man dazu irgendwas machen kann mittlerweile? Wahrscheinlich nicht. Aber mittlerweile komme ich heil wieder runter. Im Gegensatz zu früher, wo ich keinen guten Weg hatte, runterzukommen, habe ich jetzt ein Parasegel und kann damit einfach runter. Na, hier. Ach, jetzt ist hier jemand. Jetzt ist hier jemand plötzlich. Guck mal, der war damals nicht hier, als ich hier oben war. Hallo? Ich habe dich erwartet. Mir obliegt es, die Stärke desjenigen, der diesen Ort betritt, einer zeremoniellen Prüfung zu unterziehen. Wenn du sie meisterst, werde ich dir die Geschichte dieses Eilands erzählen, der vergessenen Himmelsinsel. Ab wann hätte man das machen können? Weil als ich oben war, ging es noch nicht. Sehr interessant. Ich spüre, dass du der Ehre würdig bist, um diese Geschichte wetteifern zu dürfen. Sprich mit mir, sobald du bereit bist. Ich bin bereit. Ja, hallo. Ja, let's go. Entzünde die drei Feuer hier oben und kehre innerhalb des Zeitlimits zu mir zurück. Okay, 12 Stunden. Okay, welche drei Feuer? Welche drei Feuer? Krieg ich irgendeinen Hinweis? Hilfe?
Danke für deine Geduld. Nun ist die Zeit für die zeremonielle Prüfung gekommen. Ja, bitte erläutern. Entzünde die drei Feuer. Okay, da sehe ich eins, ja. Jedoch darfst du während der Prüfung keinen Fuß auf den Boden setzen. Als Ausnahme gilt nur, das habe ich nicht gelesen. Wie, ich darf keinen Fuß auf den Boden? What? What? Erklär's mir nochmal. Drei Feuer. Ich meine, gut, da ist Wasser. Damit komme ich ganz gut zurecht. Ach so, das Tempeldach gilt als Ausnahme. Okay, ich verstehe. Okay. Also da ist eins. Und wo sind die anderen? Ich meine, jetzt sind hier überall diese Wasserdinger. Also ich muss auf jeden Fall meine Zora-Rüstung ausrüsten. Dass ich Dings machen kann. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. So. Noch irgendwas sinnvoll? Weiß ich nicht. Ich glaube, noch mehr ist jetzt nicht sinnvoll. Nehmen wir noch die Zora-Beine. So. Ich habe keine Pfeile. Das ist schlecht. Ich habe keine... Meine Viecher sind weg. Meine. Warum sind die weg? Darf ich die nicht nutzen? Hat mir keiner gesagt. Hat mir keiner gesagt, dass ich die nicht nutzen darf? Okay. Ich wollte... Hallo? Ich kann nicht nach oben. Funktioniert das nur mit dem... Funktioniert das nur mit dem Oberteil? Ah, das funktioniert nur mit dem Oberteil. Ach so, ups. Das war knapp. So, also hier ist ein Feuer. Das wollte ich nicht. Aber im Wasser landen ist offensichtlich erlaubt. So, jetzt ist mein Problem, ich kann nicht schießen. Ja. Ja, ich muss, ich weiß. Ich brauche erst Pfeile, ich kann es noch nicht machen. Scheiße, ich habe keine Pfeile, das ist richtig bad. Ja, wenn ich Pfeile habe, Kollege. Ist gerade ein bisschen schwierig. Wo kriegt man jetzt auf die Schnelle Pfeile her? Ich hätte nie gedacht, dass mir meine Pfeile mal ausgehen, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, ich habe immer genug Pfeile, aber... Das war ein Trugschluss. Wo kriege ich denn jetzt Pfeile her? Ich glaube, hier oben auf der Himmelsinsel weniger, ne? Das wären schon so Glücksfinder. Ne? Mist. Wo kriegt man schnell Pfeile her? Scheiße. Ich habe einfach keine Pfeile mehr. Das ist richtig schlecht. Ich weiß nicht, wo ich Pfeile hinkriegen soll.
glaube, von hier. Also ich glaube, hier oben bin ich, werde ich nicht so wirklich glücklich, was Pfeile angeht. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier irgendjemand von denen auch irgendwie. Das waren auch nur ganz normale Kämpfer. Oha, hier ist einfach ein Delta jetzt mittlerweile. Okay. Normale Kämpfer. Aber dann können wir jetzt mal gucken, wie lange das Master-Schwert hält. Ob das einen kompletten Delta-Kampf aushält. Ich glaub's fast nicht. Aber not bad. Noch lebt es, das Master-Schwert. Noch lebt es. Sehr interessant. Ja, nee, aber also wie gesagt, das bringt jetzt hier gar nichts. Bruder! Der Vogel beendet mich einfach. Nee, das bringt jetzt hier gar nichts. Ich überleg nur gerade noch, wo ich am schnellsten Pfeile herbekommen könnte. Und mir fällt einfach gerade nicht so viel ein. Das ist mein Problem. Irgendwelche Kisten. Ja, ich muss Kisten kaputt machen. Ja, ich muss Kisten kaputt machen. Pass mal auf. War da drüben in dem Garten, waren da nicht auch so ein paar Kisten? War da nicht auch sogar ein paar Pfeilgegner? Ich probier's mal da. Vielleicht haben wir da ja tatsächlich ein bisschen Glück. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Hier waren hier nicht auch irgendwo Kisten? Oh, guck mal, hier ist eine Ausdauerknolle. Ja, hier sind Kisten. Ja, und wir haben schon wieder Pfeile. Sehr schön. Okay, ich habe einfach viel zu lange keine Kisten mehr kaputt gemacht. Ich verstehe. Ich verstehe, ich war dazu zu nachgiebig. Eigentlich hätte ich nämlich... Also, ich glaube, ich habe in dem Zeitpunkt aufgehört, Kisten kaputt zu machen, als ich keine so Steinwaffen mehr hatte, ne? Okay, hier sind ganz viele Ausdauerknollen, das ist auch nicht verkehrt. Und ich glaube, da oben waren mehr Kisten. Ich meine, wenn ich nicht daneben schieße, dann haben wir für die jetzt schon genug Pfeile. Wait a moment, Kollege. Oh, da ist auch schon wieder ein Pfeil weg. Ist mir jetzt gar nicht bewusst geworden. Aber ja, natürlich ist so auch wieder gleich ein Pfeil weg. Da haben wir doch direkt einen Krog nochmal gefunden hier auf der Himmelsinsel. Sehr schön. Das kann sich doch sehen lassen. So, aber jetzt geht's ganz normal wieder nach oben, ne? Ja. Das habe ich damals nicht gesehen, beziehungsweise hatte ich damals, glaube ich, auch noch gar nicht die Möglichkeit, das aufzusprengen. Hatte ich da schon Donnerbomben? Hatte ich da schon Donnerbomben gefunden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, ne? Ist alles viel zu lange her. Es ist alles viel zu lange her, dass wir hier waren. In der Höhle waren, glaube ich, nicht so die Kisten. Ich glaube, da werde ich nicht glücklich. Aber wie gesagt, hier war dieses Kampffeld. Und ich glaube, da waren... Ja, genau, hier sind Kisten. Genau da wollen wir hin. Okay.
Oh shit, ja, meine Fee hat sich wieder verabschiedet. Der ist leider doch ein bisschen stärker. Oh, guck mal da, Kraft des Masterschwerts geht zur Neige, das meinte ich. Na, das passiert dann irgendwann. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr einsetzen. Okay. Ich will es aber bewusst natürlich nicht mit Pfeilen schießen. Aber theoretisch könnte jetzt auch die den erledigen. Sehr gut. Dann droppt der mir nämlich schon mal Pfeile. Nein. Ich wollte den mächtigen Konstruktbogen, nicht den Müll hier. So, besser. Gut, und dann machen wir jetzt hier mal den Rest kaputt. Jawohl, Pfeile. Aber der ist auch schon gleich wieder kaputt. Ach, das ist so nervig, dass die alle immer gleich kaputt gehen. Ja, ich hab leider keine... Wie viele Pfeile habe ich jetzt? 20. Ich meine, 20 sollten für die Mission reichen. Na? Wenn ich nicht 3 Millionen Mal daneben schieße, dann sollten 20 eigentlich für die Mission ausreichen. Ich würde sagen, wir probieren es aus. Ich bin doof. Ich hätte mir... Ach, nö. Ich hätte mir ein Teleportmedaillon da oben setzen sollen. Oh, man. Warum fällt mir sowas immer erst ein, wenn es zu spät ist? Okay, wir gucken mal noch kurz darüber wegen Kisten. Da sind nämlich... Ja, da sind auch nochmal Kisten. Sehr, sehr schön. Da können wir uns auch nochmal schön bedienen. Sehr geil. Noch mehr Kisten. Ne, ich glaube, das war es jetzt mit Kisten. Ja, ne, da drüben sind keine Kisten mehr. Fässer sind da noch. Okay, Fässer könnten auch noch mal Pfeile haben. Yes. Jeder Pfeil zählt. Jeder Pfeil zählt. Jeder einzelne. Das ist schon ein bisschen traurig, wenn man so drüber nachdenkt, wie knapp wir... Also, ich habe gar nichts mehr kaputt gemacht, scheinbar. Das ist schon ein bisschen sehr traurig. So, waren hier noch Kisten? Ich weiß, hier waren viele Gegner, ja... Und hier war die Kochplatte. Und ich weiß auch, dass ich hier ein paar Mal gestorben bin. Aber an Kisten kann ich mich nicht wirklich erinnern. Nee, sieht nicht nach Kisten aus hier. Oh, da ist auch wieder ein Delta-Viech dabei. Nee, muss jetzt nicht sein. Nee. Nee, hier ist auch nichts Spannendes mehr. Wir können nochmal da hoch zu dem Schrein gehen und da gucken. Kistenartiges. So gar nichts. Waren da drüben vielleicht noch ein paar Kisten? Man sieht wieder richtig viel. Ich glaub's nicht. Aber was soll das, also, was muss das denn für eine krasse Mission sein? Jetzt mal Real Talk. Was muss das denn für eine krasse Mission sein,
wenn man da die kompletten Abschnitt von früh bis abend Zeit hat. Ich sollte erstmal rausfinden, wo diese vier Feuer sind. Also ich sollte jetzt nicht meine Pfeile verschwenden, das erste ständig anzuzünden, wenn ich die andere nicht finde. Weißt du? Das ist ja auch Quatsch. Ich muss rausfinden, wo die anderen sind. So ein Ding ist das. Oh, ich weiß, wo noch Kisten sind. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Ich weiß, wo noch Kisten sind. Und zwar viele. Ja. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Es ist jetzt vor allem voll gut, dass wir nochmal eine Axt gefunden haben, weil die macht die Kisten richtig schnell auf. Oh ne, da ist nochmal ein Delta. Lass mich in Ruhe. Kein Interesse an dir, tatsächlich. Oh shit, aber das Problem ist jetzt... Okay, doch, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich weiß sehr wohl, wie ich da hinkomme. Ich wollte den Fisch mitnehmen, den ich gesehen habe. Jetzt ist er weg. Egal. Fisch ist nicht so wichtig. Und ab nach oben. Sehr gut. Hier auf der einen Plattform waren doch noch ganz viele Kisten. Noch ein bisschen... erstmal Ausdauerknolle hier noch mitnehmen. Sehr schön. Ich meine, hier auf der einen Plattform waren noch ganz viele Kisten. Haben wir eben wieder einen Rundkurs gemacht. Hier drüben. Ich glaube da. Nee, da nicht. Dann hier? Ah ne, da sind nur Holzdinger. Ne, keine Kiste. Doch, hier! Ja gut, eine. Aber mit 10 Holzpfeilen, das kann sich doch wiederum sehen lassen. Sehr schön. Das hat sich gelohnt. Der hat sich richtig gelohnt. Na gut, dann haben wir eine Runde gemacht. Jetzt porte ich mich auch nicht mehr zu einem der Schreine. Jetzt porte ich mich ja auch nicht mehr durch die Gegend. Eine Runde über das vergessene Planet. Ne, Quatsch. Wie hieß der Bereich? Vergessene Himmelsinsel. Also vergessen war's. Vergessen war's, so wie das Plateau, aber nicht so ganz wie das Plateau. Es war anders vergessen als das Plateau. Okay, cool. Cool, cool, cool. Dann gehen wir wieder nach oben, lass uns Tag werden. Und kümmern uns dann vielleicht endlich mal. Was höre ich denn da? Das ist ein Krok. Ich wusste doch, ich höre was. Ich wusste doch, ich höre was. Chillig. Das war jetzt die Maske, die reagiert hat in meiner Tasche, ne? Ich glaube, das war die Maske, die da drauf reagiert hat. Das war ja sonst, glaube ich, nicht, dass man den gehört hat. Oder ich bilde es mir ein. Keine Ahnung. Muss ich die tragen oder reagiert die auch so?
Diese Maske versteckt sich, ein Krog in der Nähe reagiert sie. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen. Ich weiß nicht, ob ich die tragen muss. Ich hatte das Gefühl, die reagiert auch so, aber vielleicht war es auch gar nicht die Maske, die reagiert hat. Keine Ahnung. Wahrscheinlich rede ich Stuss. Aber ist jetzt auch egal. Gut, wir haben unsere Runde vervollständigt. Wunderbar. Jetzt heißt es wieder nach oben. Und diesmal setzen wir. Diesmal setzen wir da sowas von einen Port. Da kannst du aber einen drauf lassen, du. Nein, kein Interesse an dir. Okay, das reicht nicht. Hier muss ich hoch. Oh. Toll. Ja, viel besser. Okay, perfekt. Und das Maß ist schon... Okay, das hat gar nicht so lange gedauert, ne? Das hat gar nicht so lange gedauert, bis es seine Kraft zurückerlangt hat. Wir speichern, dass ich alle Pfeile behalte. Und dann, let's go. Vielleicht kriegen wir jetzt was raus. Also ich muss erstmal rausfinden, wo diese ganzen Dinger sind. Das ist schon mal ganz wichtig. Ein Feuer weiß ich, aber das war... Okay, aber vielleicht doch das erste entzünde ich mal. Vielleicht zeigt mir das erste, wo das zweite ist und so weiter. Nee, wir brauchen nichts mehr erklären. Diesmal kenne ich mich aus. Was halt echt kritisch ist, ist, dass ich sozusagen... Also ich muss immer wieder im Wasser landen. Das ist die wichtige Geschichte, Nummer 1. Und also man sieht es ja schon, ne? Ich muss mich übers Wasser bewegen. Also ich muss mich über die Wassermöglichkeiten bewegen. Und dann werden halt die Feuer auf der Insel verteilt sein. Ernsthaft jetzt? Okay. Das war Nummer 1. Ja, okay, sie verraten mir nicht, wo das andere ist. Ich muss also suchen. Ich muss also tatsächlich suchen und ich muss halt aufpassen, dass ich nicht irgendwie wohin komme, wo ich kein Wasser habe zum Landen. Im Wasser landen ist ja alles völlig in Ordnung. Und meine Gefährten helfen mir jetzt auch nicht. Ist okay. Ist okay. So, hier können wir jetzt nach oben. Das nächste Feuer. Da unten ist nichts so weit zu sehen. Oh, jetzt kommen wir richtig weit nach oben. Fast schon zu weit für meine Begriffe, um was zu sehen. Zum Glück kann ich mich so hier in Ruhe umgucken. Aber da ist nirgendwo so ein Feuer zu sehen. Okay. Dann fliegen wir mal weiter darüber. Da ist ein Feuer. Wir haben eins gefunden. Sehr gut. Da ist schon mal Nummer 2. Das ist auch easy anzuzünden. Gar kein Act. Treffer versenkt.
dann wird da irgendwo das dritte Feuer sein in dem Schneegebiet. Safe Call. Oh, allerdings ist es da nicht zu kalt zum was, zum Schwimmen. Ich glaube, da darf ich im Wasser... Ja, scheiße. Ich glaube, da darf ich nicht im Wasser landen. Oh, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Das könnte jetzt schief gehen. Das könnte jetzt ungewollt schief gehen. Ich hoffe, wir schaffen sie den Wasserfall. In dem Wasser will ich nicht landen. Ja, wir schaffen es. Hoher Glück gehabt. Okay, dann begebe ich mich hier gleich mal so weit nach oben wie möglich, dass ich einen guten Überblick habe. Aber höher komme ich gar nicht, ne? Höher als das komme ich hier gar nicht. Oh, hier ist das letzte Feuer. Wir haben es gefunden. Ja, easy. Ja, easy. Dann einmal nochmal richtig nach oben. Und jetzt schön in Ruhe hier hinschwimmen. Ja, genau. Ach, komm schon. Yes. Ja, das war's. Und jetzt zurückkehren, oder? Jetzt zurückkehren. Das sollte jetzt auch kein Problem mehr sein, weil mit dem komme ich dann da schön hoch und dann haben wir das auch. Haben wir einen Rundkurs gemacht und einen Rundflug. Sehr schön. Dann schätze ich, dass man, sobald man die Zora-Rüstung hat, dass man, sobald man das hat, das machen kann. Weil ohne Zora-Rüstung geht's ja nicht. So, die brauchst du. Du brauchst die Fähigkeit mit den Wasserfällen, sonst ist es vorbei. Ohne die hast du gar keine Chance, logischerweise. Gut. So, Kollege. Ich habe deine komische Prüfung gelöst. Na, was sagst du? Du hast dich als würdig erwiesen. Wie versprochen werde ich dir nun die Geschichte der vergessenen Himmelsinsel erzählen. Der Tempel der Zeit und die umliegenden Inseln befanden sich in der Vergangenheit auf der Oberfläche weit unter uns. Okay, ergibt soweit Sinn. Aber wie du siehst, schweben sie nun in den Lüften. Dies liegt daran, dass hier eines Tages der Held erwachen soll, der den Dämonenkönig besiegen wird. Ich bin erwacht. Dieser Ort wurde hoch in den Himmel gesandt, damit der Dämonenkönig und seine Schergen ihn niemals zerstören. Warum Ganon nicht hier hochkommen soll, ist mir jetzt ein Rätsel, aber ist okay. Die große Macht der Weisen hat dieses Wunder vor langer Zeit bewirkt. Dies ist die Geschichte der vergessenen Himmelsinsel. Oh, und wir bekommen den Sonaustoff. Okay. Bitte akzeptiere dieses Zeichen jener Weisen, die einst diesen Ort emporschweben ließen. Mir wurde aufgetragen, es demjenigen zu übergeben, der meine Geschichte hören würde. Es gehört nun dir. Cool. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nette, kleine Mini-Quest. Okay. Dann hat sich das doch nochmal gelohnt, hier hochzugehen. Und jetzt können wir diesen Ort tatsächlich wieder richtig verlassen. Ich würde gerne nochmal in den Wald der Crocs und mit dem Dekobaum reden, nachdem wir jetzt das Masterschwert gefunden haben. Ich glaube, das wäre jetzt eine gute Geschichte. In den Wald der Crocs. Ja, hier. Ach ja, und dann müssen wir noch einen Weg finden. Von oben hier, von hier, da runter zu fallen. Aber gut, das ist jetzt erstmal nicht das Wichtigste. Das ist jetzt erstmal nicht das Wichtigste.
Ich frage mich auch, ob es wieder eine Quest gibt, womit man das Master Schwert stärken kann, dass es länger hält und so. Wobei, ich glaube, es ist nicht länger, es war nicht länger, es wurde nur stärker, wurde es dann, glaube ich, mit der Zeit. Aber hey. Ich bin erstmal soweit ja zufrieden. Was ist hier eigentlich drin? Pfeile, natürlich. Ich habe einfach viel zu lange nichts mehr kaputt gemacht. Ich habe einfach viel zu lange nichts mehr kaputt gemacht. Ist okay. Ich sehe es ein. Ich sehe es ein. Ich sehe es komplett ein. Ist in Ordnung. Ach so, wir könnten ja. Okay, wir können jetzt auf dem Weg nach unten auch mal gucken, ob wir zufällig dem seine Waffen finden. Die der hier ja irgendwo versteckt haben will. Hier ist schon mal nix. Oberhalb des Gesichts, hat er gesagt. Die Frage ist halt, wie weit geht er auf diese Äste, ne? Und wie weit darf ich auf diese komischen Äste? Na, weil man sieht ja schon, hier wird es dann ja schon so komisch, dass ich da eigentlich gleich hier umkehren möchte. Und oberhalb vom Dekobaum, also von seinem Gesicht, hört ihr auch noch. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Da haben wir schon mal die erste Waffe. Ja, jetzt muss ich was ablegen. Ja, komm. Und der hat ja jetzt das Waldschwert und noch was hat er versteckt, ne? Was hat er noch versteckt? Ich muss ihn noch mal fragen. Was hast du noch versteckt, Kollege? Das Waldschwert. Die Waldlanze, okay. Also jetzt wissen wir aber, es steckt einfach irgendwo dann fest. Das heißt aber, man müsste es doch so auch gut sehen können. Na, theoretisch. Die Waldlanze. Wo hast du die Waldlanze versteckt? Hier ist das Gesicht. Das heißt, jetzt bin ich schon eigentlich nicht mehr oberhalb des Gesichts, ne? Jetzt bin ich eigentlich schon nicht mehr oberhalb des Gesichts. Also jetzt wäre es eigentlich schon fies, wenn das hier versteckt hätte. Oberhalb des Gesichts ist ja doch noch hier eigentlich. Auf den Ast hier drauf. So, auf dem Ast war ich, glaube ich, noch nicht so richtig. Der sieht auch sehr lang aus zum Laufen.
Ja, das sind, könnte, also es könnte, also ich weiß ja nicht, wie fies der verstecken kann, na? Aber okay, jetzt wird's wieder komisch. Also ich würde fast sagen, wenn es in die Richtung geht, dann bin ich falsch. Alles andere wäre schon ein bisschen fies. Wo kann der alles verstecken? Ja, hier ist auch nichts mehr. So, das Schwert war jetzt ja wirklich ganz simpel versteckt. Vielleicht denke ich halt auch schon wieder zu kompliziert. Aber man weiß es nicht. Das ist das Problem, man weiß es einfach nicht. Warte! Habe ich schon mal eine Waldlanze gefunden? Sensor. Waffen. Wie könnte ich die jetzt sortieren? Gar nicht. Oh, damn. Ist das irgendwie sortiert? Ja, okay, hier sind Schilde, Reiseschild. Schilde, Bogen, 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 Lanze. Hier sind Lanzen, Ast, Hellebarde, Gerudo-Lanze, Lichtschuppenlanze. Ah nein, wir haben keine Waldlanze, ne? Großschwert, Prügel, ja, wir haben keine Waldlanze. Schade. Nee, jetzt sind normale Waffen hier. Ja, schade, es war eine Idee. Es war eine Idee. Das bedeutet aber auch, sobald ich die Lanze finde, muss ich sie fotografieren. Ja, hier geht's jetzt auch nicht weiter. Nee. Okay. Wo könnte diese Lanze sein? LOL. LOL. Kein Kommentar. Okay. So, was schmeißen wir jetzt dafür weg? Ja, komm, eine Axt. Ich kann sie mir ja gleich wiederholen, die Axt. Ich muss ja nur kurz mit beidem ankommen. Manche Explosivmaterialien, die an der Spitze befestigt werden, sind beliebig oft verwendbar. Klingt auch interessant, okay. So, guck mal. Ich habe beides. Du grinst auch so verdächtig. Wusste ich's doch, du hast meine beiden versteckten Kostbarkeiten auswendig machen können. War schwierig? Ja, doch. Einen Waldschild, den ich versteckt habe. Auf dem Dekubaum verborgen, doch diesmal tiefer als das Gesicht. Auf dem Dekubaum, aber tiefer als Gesicht. Okay. Nicht auf dem Boden, nicht im Nabel. Und nun ans Werk. Was war jetzt meine Belohnung? Hallo? Nimm dies als Belohnung. Nix. Okay. So, Explosivfruchtregeneration. Das Waldschwert kann das auch? Tatsache, sind beliebig oft verwendbar. Explosive Materialien, die an der Spitze befestigt werden, sind beliebig oft verwendbar. Das klingt echt interessant. Okay.
So Fässer oder was? Oder so Donnerblumen? Keine Ahnung. Gut, der Schild ist jetzt unterhalb vom Gesicht. Hier ist das Gesicht. Also, da kann jetzt ja nicht so viel Möglichkeit noch sein, ne? Auf dem Dekobaum, aber nicht am Boden. Und unterhalb des Gesichts gibt es jetzt ja nicht so viele Möglichkeiten, to be honest. So, das ist jetzt alles unterhalb des Gesichts. Na komm, ich quatsch das mal mit ihm. Deswegen bin ich ja eigentlich hier. Mir scheint, als hättest du große Gefahren überwinden müssen. Doch nun ist das Masterschwert dein, wie ich sehe. Falls du mich jemals brauchen solltest, nur keine Scheu. Du findest mich hier. Ja, ich... Okay. Danke fürs Gespräch. Da bin ich ja froh, dass wir die Quest mit dem Schild noch haben. Ansonsten war das gerade komplett useless. Das ist jetzt, glaube ich, ein extra Baum. Der zählt nicht mal als Dekobaum, ne? Okay, ja, dann kann es ja nur irgendeine von den unteren Wurzeln hier sein. Das zählt wahrscheinlich auch noch als Dekobaum und jetzt nicht mehr. Okay. Da sehe ich nichts. Hier sehe ich auch nichts. Okay. Einmal hier rüber. Da ist auch nichts. Hier ist auch nichts, was wie ein Schild aussieht. Wie lange nehmen wir schon auf? Oh, wir sind schon bei der Stunde. Ich muss aufhören. I'm sorry, guys. Ja, egal. Kann er wieder hochlaufen. Ist ja keine Mission, dass ich nicht den Boden berühren darf. Das Schild ist halt nur nicht auf dem Boden. Okay, hier ist auch nichts. Hier hört dann auch der Dekobaum wieder auf. Das ist auch das einfach ein Stein. Okay. Bisher kein Schild. Also das Schild würde ich noch gerne finden. Dann schließen wir den Part ab. Ach so, jetzt können wir natürlich wieder, wenn wir klettern, den Kollegen wieder anziehen. Aber jetzt bin ich gleich einmal rum unter dem Gesicht. Oder? Ja.
Und jetzt werden wir dann auch im Nabel. Da hat er gesagt, ist nichts. Nicht im Nabel. Nicht auf dem Boden. Aber auf dem Dekobaum. Jetzt bin ich einmal rum, aber scheinbar nicht so richtig. Scheinbar habe ich noch irgendwas übersehen. Was ist für ihn alles unterhalb des Gesichts? Das ist noch die andere Frage. Zählt der Bart auch als unterhalb des Gesichts? Oh, warte, haben wir ein Waldschild vielleicht in unseren Fotografien? Ich schätze aber nicht. Trotzdem probieren wir es mal aus. Irgendwann funktioniert die Idee. So, Schilder waren hier unten. Nein, schade. Das wäre auch zu schön gewesen. Ha. Jetzt bin ich so ein bisschen auf dem Gesicht, ne? Zählt das noch als unten oder nicht? Wo habe ich denn jetzt noch nicht so genau geguckt? So, hier geht es eigentlich auch nicht viel weiter. Ne, hier ist nix. Aber viel höher darf ich eigentlich auch nicht mehr. Oh lol, nee. Ich fange schon an, mir Sachen einzubilden. Ich dachte, ich am Ende wäre ein Schild. Ich fange schon an, mir Sachen einzubilden. Soweit ist schon wieder. Ja, hier ist auch nichts drauf. Aber jetzt sind wir auch so ein bisschen fast für meine Begriffe schon oberhalb des Gesichts, ne? Ja, wobei. Ich glaube, ich stehe gerade auf einer Augenbraue oder sowas. Die Frage ist halt auch, wie ernst man die Aussage nehmen kann, unterhalb. Nee, aber hier ist auch... Ach, verdammt. Ach, verflucht. Irgendwo war ich nicht gründlich, glaube ich. Ich glaube, ich hätte schon haben können, aber ich war nicht gründlich genug. Okay, wir suchen es das nächste Mal. Wir suchen es das nächste Mal nochmal ordentlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.